Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu The Town of Light. Wir haben die Anstalt verlassen, wenn auch nur ein paar Schritte. Wir haben uns von Amara verabschiedet, haben eine Nachricht, ein Telegramm gefunden, in dem Herr Onofrio uns über den Tod unserer Mutter informiert hat, beziehungsweise nicht uns, sondern den Direktor. Und unser Weg hat uns jetzt gezwungenermaßen hier ins Freie geführt. Da liegt ein alter, kaputter Rollstuhl. Eventuell müssen wir hier rüber. Ich bin mir nicht ganz sicher, wohin wir als nächstes gehen sollten. Wir schauen uns einfach weiter um. Und sehen, was wir noch... 5. Mai 1943. Renés gesundheitlicher Zustand ist gut. Sie isst und spricht. Räumliche und zeitliche Orientierung in Ordnung. Kur abgesetzt. 3. Dezember. Sie bittet berechtigterweise darum, die Heilanstalt verlassen zu dürfen. Beurteilung der Patientin, Dauer 6 Monate. 2. Mai 1944. Entlassung verweigert, trotz Befürwortung des Psychiaters. Die Patientin verfügt weder über Wohnung noch Unterhalt. 4. Mai. Dass eine Entlassung unmöglich ist, wird ihr erklärt. René erfährt so, dass ihre Mutter vor 2 Jahren gestorben ist. 5. Mai. In der Nacht hat sie versucht, sich mit einem Laken zu erhängen. Sie wurde von einer Krankenschwester gefunden und konnte gerettet werden. Sie ist am Bett festgebunden, jedoch erneuter Suizidversuch durch Ersticken. Es wurde eine Entscheidung getroffen. Transorbitale Lobotomie. Oh Gott. Also Renée hätte entlassen werden können. Sie war ja im Prinzip auf dem Weg der Besserung. Es ging ihr immer besser. Sie ist auf die Therapie angeschlagen. Also die Therapie hat angeschlagen. Es ging ihr besser. Sie hätte wieder nach Hause gekonnt. Aber eigentlich hat man zu ihrer eigenen Sicherheit, zu ihrem eigenen Wohl entschieden, dass es keinen Sinn macht, weil sie eben alleine wäre, weil ihre Mutter inzwischen verstorben ist, weil sie sonst keine Verwandten hatte. Man hätte sie im Prinzip... in ein Heim geschickt, wo nichts mehr ist. Sie hätte kein Dach über dem Kopf gehabt. Das Haus ist sehr wahrscheinlich schon längst verkauft oder gepfändet gewesen. Ja, hier können wir doch nicht rein. Ich habe erst gedacht, man könnte sich vielleicht hier durchzwängen. Aber wir können nur ein wenig reinschauen. Und ich weiß nicht, ob euch der Begriff einer Lobotomie etwas sagt. Das war ein Eingriff, der früher vorgenommen wurde, um Patienten ruhig zu stellen, bei denen man dachte, dass sie eine Gefahr für sich selbst oder andere darstellen. Dabei wurde dann mit... ich weiß, dass es mit sehr radikal ausgedrückt mit einem Eispickel gemacht wurde. Jedenfalls wurden Teile des Gehirns zerstört. Was natürlich dafür gesorgt hat, dass der Patient ruhig war, aber in den allermeisten Fällen eben auch... Entschuldigung. In den allermeisten Fällen eben auch dafür... verantwortlich war, dass die Patienten eigentlich nur noch leere, leblose Höhlen waren. Und ich fürchte, auf dieses Ende bewegen wir uns geradezu. Ich weiß nicht, ob es ein anderes Ende gegeben hätte. Ich weiß nicht, ob es für René irgendwie hätte Rettung geben können. Ich weiß es nicht. Ich würde es mir so sehr wünschen. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung wir jetzt am besten gehen sollen. Ich habe immer die Befürchtung, dass ich genau in die Richtung gehe, in die ich gehen soll. Ja, das sieht sehr nach Operationssaal aus. Da gehen wir jetzt mal noch nicht rein. Erst möchte ich mir dieses Stockwerk, diesen Flügel gerne ansehen, der viel, viel unversehrter und sauberer aussieht als alle anderen, in denen wir bisher waren. Das könnte einerseits daran liegen, dass wir uns gerade vielleicht in einem Teil von ihren Erinnerungen befinden und sie sich daran erinnert, wie sauber zum Beispiel der Boden hier war. Oder aber, dass hier einfach tatsächlich alles noch sehr gut erhalten ist, weil es nicht die erste Abteilung ist, in die man kommt, wenn man sich Zugang zur Anstalt verschafft. Unten beim Empfang ist zu. Ein Vorhang oder sowas versperrt uns den Weg, uns bleibt nur der Weg in den Operationssaal. Also es kann natürlich sein, dass dieser Flügel des Gebäudes einfach tatsächlich unberührter geblieben ist, sicherer vor Vandalen, vor Zerstörung. Wir werden, glaube ich, gleich etwas sehr, sehr Schreckliches sehen.
Ich möchte eigentlich nicht. Aber natürlich werden wir hier reingehen. Ihr müsst euch das überlegen. Sie war begründeterweise sehr, sehr traurig und verzweifelt. Wenn wir uns mal überlegen, wie wir uns fühlen würden, wenn plötzlich wir erfahren, unsere Mutter, unser einziger verbliebener Elternteil, ist gestorben, schon vor Jahren. Und wir werden diesen Ort, den wir eigentlich, ja, vermutlich hassen, der uns Angst macht, niemals verlassen können. Das ist doch fast normal und oder zumindest nachvollziehbar, dass dieses arme Mädchen oder diese junge Frau nicht mehr weiterleben wollte und dass sie einfach eine liebevolle Therapie gebraucht hätte. Jemand, der das mit ihr verarbeitet, dass sie wirklich allein ist auf der Welt. Und stattdessen einfach nur ein Eingriff, um sie ruhig zu stellen. Ich weiß nicht genau, was... Ich nehme an, wir müssen das genauer untersuchen, um diese Erinnerung zu triggern. Also schauen wir uns vorher ein wenig um. Alles, was verhindert, dass wir uns dem allzu schnell stellen müssen, ist mir recht. Denn eigentlich möchte ich mich dem Ganzen gar nicht stellen. Ich kann die Schubladen nicht öffnen. Schränke nicht. Röntgenbilder in der Hand, Schädel, Brustkorb. Hier vermutlich Vorbereitungsräume, wo sich die Ärzte vor der OP die Hände waschen konnten. Und hier eventuell Zellen, in denen entweder die Patienten vor oder dann nach dem Eingriff verwahrt wurden, bis man sicher war, ob sie überleben, ob es ihnen wirklich besser geht, ob man genug vom Gehirn zerstört hat. Hier die Werkzeuge, mit denen das Ganze durchgeführt wurde. Teilweise seitlich am Auge, dass dieser lange Stab am Auge angesetzt wurde innen und dann mit dem Hammer einfach, ja, Teile des Gehirns zerstört wurden. Ich fürchte, wir werden gleich zumindest im Ansatz sehen, wie das funktioniert hat. Das letzte Kapitel. Die Hirnoperation oder Lobotomie verbreitete sich sehr schnell in Italien, vielleicht früher noch als in anderen europäischen Ländern oder in den USA. Die ursprüngliche Technik von A.E. Moniz wurde... Leider war ich zu langsam beim Lesen. Oberhalb der Augenhöhle wurde in den Schädel eingedrungen, um die Frontallappen zu erreichen, um anschließend mit einem Werkzeug oder durch das Injizieren von Alkohol oder Formalin die Nervenfasern in dieser Region abzutöten. Im Gegenteil zu dem, was normalerweise angenommen wird, hatten die Eingriffe nicht immer negative Folgen für die Patienten, auch wenn diese sehr häufig vorkamen. Moniz erhielt 1949 den Nobelpreis für Medizin, da er in den 50 Jahren das Medikament Chloropharmazin, ich bin leider ein bisschen zu langsam im Vorlesen. Ihr könnt ja auf Pause drücken und dann einfach das lesen, was ich jetzt nicht mehr vorlesen konnte. Auch wenn da stand, dass es nicht immer negative Auswirkungen hätte. Aber ich glaube, ich würde, komme was wolle, das nicht machen lassen wollen. Ich hätte Angst. Ich weiß nicht mal, ob das nicht schrecklicher ist, als zu sterben. Wenn tatsächlich die begründete Befürchtung bestehen muss, dass man hinterher nur noch eine leere, geistlose Hülle ist. Eigentlich nur noch so ein sabberndes Wrack, was am Boden liegt. Irgendwo sitzt, vor sich hin starrt und nicht mehr viel mitbekommt von der Welt. Gerade uns nur noch ganz wenig umsehen. Und ich finde es äußerst schon beunruhigend, wie nahe diese Menschen einem kommen. Dunkel, da sind wir. Gut.
mein Gott. Oh Gott. Ach du. Oh Gott. Juni 1944. Die Operation ist gut verlaufen. Die Patientin ist ruhig, orientiert und bereitwillig. Bewegungskoordination gering, aber auf dem Weg der Besserung. Verlegt in die Abteilung ruhige Geisteskranke. Behandlung durch Dr. C. 25. Oktober. Sie redet immer noch von Amara und ihrer Puppe Charlotte. Anzeichen für eine leichte Besserung der gestörten Bewegungskoordination. Das Gehen fällt ihr schwer. Sie kann aber schreiben. Laut Bericht der Krankenschwestern benötigt sie Hilfe beim Anziehen, Waschen und Essen. Im Sommer 1944 ist René in meine Abteilung zurückgekehrt. Geringe Bewusstseinsklarheit. Sie ist gleichgültig und spricht kaum. Einmal hat sie gesagt, wenn ich den Mut habe, in den Spiegel zu sehen, sehe ich ein junges Gesicht, das alt geworden ist und mich ängstlich anschaut. Sie ist völlig verändert, wenn ich an das Mädchen denke, das ich vor einigen Jahren bei mir in Behandlung hatte. Nur die Traurigkeit ihres Blickes und ihre Intelligenz sind unverändert geblieben. Sie ist noch so jung, erst 23, aber sie hat keine Lebenskraft mehr. Kann es sein, dass sich ihr Zustand bessert? Wohl eher nicht. Man hat ihr Leben einfach weggeworfen. Und niemand hat etwas getan, um ihr zu helfen, um all dies zu verhindern. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht. Aber oje. Das ist nicht im Ansatz das, worauf ich vielleicht gehofft hatte, aber das, was ich befürchtet habe. Kein Happy End. Das Leben hat für solche Geschichten selten ein Happy End übrig. Mich nimmt es jetzt gerade mit. Zu wissen, dass es... Ich meine, man hätte ihr helfen können. Wäre das heute, in der heutigen Zeit, hätte man ihr helfen können. Und hätte nicht sie einfach nur in eine leere, leblose Hülle verwandelt, die vor sich hin vegetiert für den Rest ihrer Tage. Das ist wirklich nicht. Keine schöne Geschichte. Und es tut mir so leid, dass es wirklich Menschen gab, denen das angetan wurde.
nicht wenige Menschen, wenn man sich gerade daran zurückerinnert, dass sich das schnell verbreitet hat, also dass die Technik der Lobotomie. Und ja, nicht jeder Patient hatte negative Auswirkungen. Es gibt auch heute Eingriffe am Gehirn bei gewissen psychischen Störungen, die helfen können, aber keine so drastischen, dass einfach Teile des Gehirns zerstört werden. Thanks for playing. Ich muss jetzt wirklich, also ich werde für meinen Teil gleich, es ist eine wirklich bewegende Geschichte, die erzählt wird. Es ist Horror auf seine ganz eigene Art, auf eine sehr reale und damit sehr schreckliche Art. Bin mal wieder ins Hauptmenü zurückgekehrt. Wir sehen hier, die Geschichte spaltet sich zweimal auf. Wir sind hier den unteren Weg durch unsere Entscheidung gegangen. Hier einmal kurz nach oben, da hat es sich sogar zweimal aufgespalten und hier dann letztlich. Aber das Ende ist wohl immer dasselbe. Ich weiß auch gar nicht. Ich kann es nur nochmal betonen. Ich weiß, ich habe es schon mal gesagt. Damals war es schrecklich und damals wurden die Menschen nicht gut behandelt in solchen Anstalten, auch wenn man vielleicht dachte, man hilft ihnen und würde das Nötige tun und das Beste für sie tun. Aber heute ist es anders. Das heißt, solltet ihr depressiv sein, über Selbstmord nachdenken, einen Schicksalsschlag erleiden, mit dem ihr alleine nicht zurechtkommt, dann holt euch Hilfe. Dann geht zu Menschen, geht zu Freunden, zu Verwandten oder zu einem Arzt, die haben immer noch die ärztliche Schweigepflicht, und vertraut euch diesen Menschen an. Und wenn ihr jemanden kennt, dem es nicht gut geht, dann unterstützt ihn auch bei seiner Suche nach Hilfe. Denn es ist wichtig, dass man solchen Menschen hilft. Denen wird nicht das passieren, was der armen René zugestoßen ist. Niemand wird sie in eine leere, leblose Hülle verwandeln, auch wenn man den Leuten Medikamente verschreibt, die zum Beispiel gegen Depressionen helfen. Das ist nicht so, dass dann ihr Bewusstsein ausgeknipst wird. Es ist nur... Ja, ihnen soll geholfen werden, das wird dann getan. Aber manchmal hat man nicht die Kraft, sich selbst Hilfe zu suchen. Ich würde jetzt einmal noch kurz auf Renés Diary gehen. Das habe ich mir bisher nur ganz unzureichend angesehen. Ich weiß, dass wir in diesem Raum landen. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich nehme an, hier finden wir vielleicht die Zeichnungen, die wir hatten. Oder wir können uns nicht vor zurückbewegen. Wir können nur diese Zeichnungen hier ansehen. Dann machen wir das jetzt noch als Abschluss. The Town of Light. Mein Name ist Renée. Sie haben mir gesagt, dass ich dieses Tagebuch schreiben muss. Aber eigentlich habe ich keine Lust dazu. Es ist nicht wahr, dass ich mich besser fühle, wenn ich schreibe. Eigentlich wird es nur schlimmer. Ich war ein schüchternes Mädchen. Ich wollte nur wie die anderen sein. Aber das ist nicht, was passiert ist. Nein. Ich habe Dinge getan. Und wenn ich jetzt über sie nachdenke, dann haben sie mich vermutlich hierher gebracht. Also es tut mir leid, ich muss auch immer erstmal kurz die Schrift lesen. Es ist ein bisschen schwieriger, handschriftliche Dinge zu lesen als getippte. Alles begann mit diesem verdammten Licht. Es geschah das erste Mal, als ich ein kleines Mädchen war. Ich war 6 oder 7. Ich ging gerade zur Schule, als plötzlich Lärm begann. Started to melt into an undistinct rumble delighting, der zu einem undefinierbaren Lärm wurde und das Licht wurde heller. Entgegen aller Verhältnisse. Und alles verlor seine Bedeutung. Ich konnte nicht länger irgendetwas erkennen. Objekte, Dinge.
Objects, People, das Wort kann ich nicht lesen, nicht mal ich mich selbst. Starr mich nicht an. Ich hatte das Gefühl, als würde eine physische Kraft mich daran hindern, mich zu bewegen. Am Schlucken, am Atmen. Nach Gott weiß wie langer Zeit wurde alles wieder normal. Aber eine neue Angst ersetzte die alte. Anders. Aber schrecklich. Dass das Licht zurückkehren würde, und es kam zurück. Und es kam zurück. Meine Erinnerung an diese Jahre ist verzerrt. Zwischen dem Alter von vielleicht 7 und 10 Jahren sind meine Erinnerungen wirr und unverbunden. Und ich weiß nicht, wie oft und wie häufig das Licht zu mir kam. Meine Mutter gab mir eine Puppe zu dieser Zeit, Charlotte. Wenn ich daran zurückdenke, möchte ich lachen. Aber ich erinnere mich, dass ich am Anfang Angst vor ihr hatte. Ich dachte, sie wolle mir wehtun, wollte mich töten und meinen Platz einnehmen. Wenn das Licht kam, lag sie neben mir. Das ist eine creepy aussehende Puppe. Sie störte mich nicht. Ich war in der Lage, mit ihr zu sprechen. Und so wurde sie meine beste Freundin. Zumindest until the second year. Bis zum 2. Jahr meiner Schule, also zur 2. Klasse, wenn sich alles veränderte. Sie hat mich nicht ausgelacht, und wenn ich etwas sagte, also zu meiner Mutter sagte, dann ließ ich Charlotte es sagen. Wenn die Dinge in meinem Inneren schlecht wurden, wenn sie böse wurden, war sie die Einzige, an die ich mich wenden konnte. Jetzt macht es mich verlegen, aber Charlotte war eine wahre Freundin für mich. Ich weiß, dass sie nur eine Puppe war. Ich bin nicht dumm. Aber zur selben Zeit war sie auch real. Ich kann es nicht erklären. Es ist schwierig. Meine Mutter hat sie in den Arm genommen und gedrückt und ihr Dinge erzählt. Ich denke, sie hat versucht, mit mir zu kommunizieren. Aber damals war ich zu verängstigt, um es zu verstehen. Ich habe niemandem von dem Licht erzählt. Ich weiß, dass mir etwas Schreckliches zugestoßen wäre. Ich weiß, dass mir etwas Schreckliches zugestoßen ist. Ich dachte, ich würde sterben. Und die Scham, die ich fühlte, war so tief und unkontrollierbar. Was so deep that an uncontrollable restlessness took over. Ich dachte, ich würde sterben, und die Scham war so tief, dass eine unkontrollierbare Unruhe von mir Besitz ergriff. Ich hatte Angst, wenn andere Personen in meiner Nähe waren. Ich sah Leute auf mich oder Figuren auf mich zeigen. Lippenloses Lachen, das mich verurteilte. Also mouthless laughing. Lachen ohne Münder und Augen. Die Bilder hier sind sehr verstörend. Ich habe versucht, allein zu sein. Ich saß immer auf dem Boden und rollte mich ein in der Dunkelheit. Ich wiederholte ein Wort, jedes Wort, wieder und wieder und wieder. Das half mir, nicht nachzudenken, mich selbst nicht zu verlieren.
So habe ich ganze Tage verbracht, hoffend, dass meine Mutter mich ignorieren würde. Her compassionate, das nächste Wort kann ich leider nicht lesen, verletzte mich. And auch das kann ich nicht lesen. Verletzte mich mehr und mehr. Ich musste. Diese Worte. Es tut mir sehr leid, wenn ich manche der Worte hier nicht ganz entziffern kann. Das tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ihr könnt es dann entziffern und für euch verstehen, was da alles steht. Nach einigen Tagen wurden die Dinge stückchenweise besser. Und ich kam aus meinem Versteck. Aber die Angst war immer da, unter der Oberfläche. Bereit, noch härter, noch stärker, noch unerbittlicher zuzuschlagen. Today was so real that... Also das oben an der Hand kann ich... To have plenty of... I used from the time I remember... Das kann ich ganz schlecht lesen. Ich fragte mich selbst, ob es vielleicht nur ein Traum gewesen war. Ich war in meinem Bett, eingehüllt in die Wärme meiner Decke, in der Dunkelheit, bereit, in Schlummer zu versinken, als ich hörte, wie sich die Schlafzimmertür öffnete. Ich wandte mein Gesicht der Wand zu und hatte nicht den Mut, mich umzudrehen. Oh, ich möchte das fast nicht weiterlesen. Das ist schrecklich, ehrlich. Ich sah nur einen Schatten an der Wand. Also entstanden durch das Licht, das durch die Tür fiel. Dann hörte ich, wie die Tür sich wieder geschlossen wurde. Ich dachte, es könnte meine Mutter gewesen sein, bevor sie zu Bett ging. Before going to bed. Ich habe normalerweise so getan, als würde ich schlafen. Doch ich konnte mich nicht beruhigen, denn ich hörte Schritte, die sich meinem Bett näherten. Und ich hörte das Geräusch von Atem in meiner Nähe. Angst paralysierte mich. Von Kopf bis Fuß. Das Laken wurde zurückgezogen. Ich erinnere mich an die kalte Luft an meinem Rücken. Jemand saß am Bett und ich zitterte. Und dann hörte der Traum auf. Das Licht kehrte oft zurück, wenn ich in der Schule war, verwandelte die Menschen um mich herum in Puppen, die mich terrorisierten. Für mich erschienen sie wie verwandelt, mit blutigen Köpfen. Of animals struck alike. Mit blutigen Köpfen von Tieren anstelle der normalen Köpfe? Their own heads. Also, wo ihre Köpfe hätten sein wollen. Kann ich das? Nee. Ich saß auf dem Boden und näste mich ein. Die Lehrer versuchten mich zu beruhigen. Aber das Vordere kann ich nicht lesen und ihre Augen machten mir nur noch mehr Angst.
Die Dinge veränderten sich noch mehr. Ich weiß nicht warum. Perhaps chasing the second für die Entschuldigung. Also ich kann mich nur immer wieder dafür entschuldigen, wenn ich Dinge nicht immer lesen kann. Ich möchte mal kurz gucken, wie lange das noch geht. Oh, das geht noch sehr lange. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt schon eine halbe Stunde. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier einfach mal einen kleinen Cut. Vielleicht widmen wir uns dem einfach in einer anderen Episode. Dann habe ich vielleicht auch die Zeit gefunden, das hier alles richtig lesen zu können und die ganzen Worte zu entziffern. Oder ich finde eine geschriebene Version davon und kann euch das dann in einer Folgeepisode einfach vorlesen. Ich werde einfach mal im Internet schauen, ob jemand ein Transkript davon angefertigt hat, dass ich sagen kann, okay, ich habe hier den richtigen Text und ich kann jedes Wort lesen. Das heißt, ich kann das euch anständig übersetzen. Aber jetzt muss ich auch erstmal... Ich glaube, ich brauche jetzt einfach Ruhe. Das war viel. Das zu lesen hat mich abgelenkt, aber da ich weiß, dass da jetzt noch schreckliche Erinnerungen kommen, möchte ich an der Stelle jetzt tatsächlich gerne Schluss machen. Wie gesagt, ich gucke, ob ich eine Abschrift finde. Wenn nicht, kann ich nur jedem empfehlen, ja, sich vielleicht das Spiel zu holen. Es soll eine überarbeitete Fassung davon rauskommen. Ich weiß gar nicht wann. Ich glaube noch dieses Jahr. Falls ich keine Abschrift davon finde, dann bedanke ich mich schon mal dafür, dass ihr mir Gesellschaft geleistet habt. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß, sofern man das bei diesem Spiel haben kann. Es würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal, ja, vielleicht abonniert oder hier einfach öfter mal vorbeischaut. Wir werden auch in Zukunft interessante Spiele spielen. Manchmal Indie-Spiele, manchmal Adventures, manchmal ganz andere Sachen. Ich für meinen Teil bin einerseits traurig, dass die Geschichte von René vorbei ist, andererseits auch froh, denn noch mehr schreckliche Erinnerungen, ich glaube, die wären mir dann auch zu nahe gegangen. Ich musste vorher wirklich eine Träne vergießen, als der Arzt plötzlich davon erzählt hat, wie verändert sie war und dass mir ihr Leben weggeworfen hat. Deswegen war ich auch so lange still, das hat mich wirklich berührt. Und genau deswegen mache ich jetzt hier auch Schluss, denn ich habe Angst, dass mich dieses Tagebuch nochmal genauso mitnehmen würde. Ja. Vielleicht sehen wir uns in einem anderen Let's Play wieder. Ich würde mich freuen. Habt in jedem Fall noch einen schönen Tag. Macht euch ein paar schöne Gedanken. Tut irgendwas, was euch fröhlich stimmt. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye, bye.